Mahlzeit, hier ist wieder der Schattennase Weiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich mal was aus der Türkei und die haben irgendwie ziemlich große Packungsgrößen. Das ist jetzt Link. Kann man das lesen? So kann man das lesen, glaube ich. Mandarine. Was da jetzt auf Türkisch draufsteht, lese ich euch nicht vor, aber auf Deutsch steht da auf jeden Fall drauf: Brause mit Mandarinengeschmack. Das Zeug ist pfandfrei. Und ich gehe mal davon aus, dass, ja, hier steht es auf Deutsch, mit Vitamin C. Und die Flasche hat einen Inhalt von 3,033 Liter. Made in Turkey. Und das ist pfandfrei. Ich glaube also wenn die Flasche größer als 3 Liter ist, fällt die nicht unter ein Pfandgesetz. Deswegen denke ich mal, machen die solche Riesenflaschen. Leider hatten die keine kleinere da. Und 3 Liter ist schon eine Hausnummer. Und die Schrift ist relativ klein und dunkelgrün auf hellgrün. Gucken wir mal, es steht auch auf jeden Fall auf Deutsch drauf. Das ist ein kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Mandarinengeschmack. Mit Zucker und Süßungsmitteln enthält Aspartam eine Phenylalaninquelle. Zutaten: Wasser, Zucker, Orangensaftkonzentrat, 1% Mandarine. Säurungsmittel E330, Kohlendioxid, Süßstoff. Jetzt muss ich gucken, dass ich in der richtigen Reihe bleibe. Süßstoff E951 und E950, Konservierungsstoff E202, Antioxidationsmittel E300, Stabilisator E414 und 445, Mandarinenaroma, Farbstoff Carotin, hergestellt in der Türkei. Und das kommt jetzt nicht von Uludag, sondern von Kamnica, ich glaube Chamnica. Wenn irgendjemand von meinen Zuschauern des Türkischen mächtig ist, kann er mich gerne korrigieren wegen der Aussprache. Da bin ich auf jeden Fall offen für Verbesserung. Es riecht auf jeden Fall mandarinisch. Jetzt muss ich gucken, dass ich aus dieser riesigen Flasche da irgendwie eingeschüttet kriege, ohne den ganzen Tisch voll zu sauen. Hat auf jeden Fall schon mal geklappt. Also da werde ich einige Tage dran zu trinken haben an dem Zeug. Aber ich denke mal, da türkische Familien in der Regel etwas größer sind, ist das für die eigentliche Zielgruppe jetzt kein großes Problem. Es ist auf jeden Fall sehr orange. Das wird wahrscheinlich der Beta-Carotin als Farbstoff sein. Riecht auch definitiv mandarinig. Ich finde aber so mit so einem leichten, ich weiß nicht, ob ihr dieses Getränkepulver noch kennt. In Amerika heißt das zwar Kool-Aid, Quench hieß er, glaube ich, hier in Deutschland. Und ja, es schmeckt ein bisschen künstlich. Aber nicht übel. Also, und ich glaube, die ganze Flasche kostet 1 Euro. Da erwarte ich auch jetzt nicht irgendwelche Hochgenüsse mit 95% Mandarinensaftanteil. So wie das bei den San Pellegrino-Dosen ist. Also eine San Pellegrino-Mandarinendose mit einem Drittel Liter Inhalt ist teurer als diese ganze Flasche mit 3 Liter Inhalt. Da muss man halt auch einfach mal relativieren. Doch, also insgesamt, man kann es gut trinken. Und die hatten auch noch andere Geschmacksrichtungen da. Ich war jetzt mal tatsächlich in einem anderen türkischen Laden. Einem, wo ich bis jetzt immer dran vorbeigefahren bin, weil ich gedacht habe, da findest du eh nie einen Parkplatz. Jetzt bin ich mal samstags morgens losgefahren. Und habe dann festgestellt, dass die einen eigenen Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite haben. Da bin ich
Ich bin da garantiert schon 100 Mal vorbeigefahren und mir ist der Parkplatz auf der anderen Seite nie aufgefallen. Aber das war bis jetzt vom Angebot definitiv der beste türkische Laden hier bei uns. Doch, je mehr ich davon trinke, umso besser schmeckt mir das. Ja, es schmeckt ein bisschen künstlich. Und ja, ich habe schon bessere Mandarinenlimonade getrunken. Aber wie gesagt, wenn man bedenkt, dass die ganze Flasche 1 Euro kostet und auch noch pfandfrei ist, dann finde ich auch immer sehr praktisch, dass gerade jetzt in Corona-Zeiten mit der Maske da vor dem scheiß Pfandautomat zu stehen, ist besonders angenehm. Wobei ich im Moment 8 Stunden am Tag eine Maske tragen muss. Das heißt, ich fühle mich im Moment ein bisschen, ja, heute geht's, aber ansonsten, wenn ich abends nach Hause komme, tun mir die Ohren höllisch weh und dann muss ich auch noch so eine FP2-Maske tragen, die zwar grundsätzlich angenehmer zu tragen ist wie diese bescheuerten OP-Masken, nur ja, die liegen halt ein bisschen enger an und da kriegt man tatsächlich auch wirklich ein bisschen schlechter Luft durch. Also wenn ich mich damit, wenn ich damit mal einen Kilometer laufen muss, das ist schon unangenehm, weil da habe ich dann wirklich das Gefühl, keine Luft zu kriegen. Das war bei den OP-Masken nicht so. Naja, wenn ihr das Video seht, ist Corona wahrscheinlich eh schon kein Thema mehr, weil ich habe jetzt mal nachgeguckt, ich habe noch weit über 30 Videos, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Aber ich denke mir auch mal so, es macht keinen Sinn, jeden Tag so ein Video zu veröffentlichen. Dann habt ihr nämlich auch irgendwann die Schnauze voll und ich meine, das Video machen und schneiden ist keine wenig Arbeit. Aber jetzt durch die Gegend zu fahren und den ganzen Kram zu finden, ist dann schon ein bisschen mehr Aufwand. Nee, also, wie gesagt, ich halte jetzt nicht in die Kamera, ich stelle das jetzt hier so hin. Also die San Pellegrino Mandarinenlimo schmeckt besser, aber das Zeug kriegt von mir definitiv einen Seitwärtsdaumen hoch, weil für den Preis ist das wirklich lecker. Also es hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, man kann es sehr gut trinken und das ist von den ganzen türkischen Sachen, die ich bis jetzt habe. Jetzt stellen wir die Flasche wieder weg, weil die ist so groß, die verdeckt dann den Blick auf mein hübsches Antlitz. Also von den ganzen türkischen Limos ist das tatsächlich eine derjenigen, die ich mir wahrscheinlich nochmal kaufen werde. So, und ich hoffe, wie immer, ihr guckt euch meine Videos auch nochmal an. Wenn euch das gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Ich freue mich auch immer über einen netten Kommentar. Und dann sage ich mal, danke fürs Zugucken und ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen.